Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen im Filmmuseum in Frankfurt am Main. Der Film, den ich für heute Abend ausgesucht habe als einen meiner Lieblingsfilme, ist Die Zwölf Geschworenen von Sidney Lumet. Es gibt komischerweise nur einen einzigen Regisseur auf der Welt, von dem ich keinen einzigen schlechten oder mittelmäßigen Film kenne, und das ist Sidney Lumet. Ich persönlich führe das darauf zurück, dass er sich eigentlich zum größten Moralisten des amerikanischen Kinos herausgestellt hat, mit einer fast juristischen Sicht auf Menschen und Vorgänge und mit einem gehörigen Misstrauen gegen Institutionen. Ganz oft sind seine Filme bestimmt von dem Einzelnen, der ausgeliefert ist, einer großen Maschinerie. In diesem Fall ist es ein Kammerspiel und er kann seine ganz besondere Herkunft als Theaterregisseur ausspielen, indem er ein wirkliches Kammerspiel inszeniert. Beispielhaft die Performance von Henry Fonda in diesem Film, der als einziger der zwölf Geschworenen an dem vorgefassten Urteil der anderen Geschworenen zunächst zaghaft zweifelt. Warum wir heute auf diesen Film mit einer solchen Aufmerksamkeit schauen können, ist, dass in dem Fall eben die Fernsehkarriere Lumets sich in diesem Film gut wiederfindet. Er gehörte zu den Regisseuren wie auch Leo Penn oder John Schlesinger oder auch Frankenheimer, die in den 50er Jahren bereits anfingen, Stoffe zu bearbeiten im Fernsehen, die normalerweise nicht im Fernsehen gezeigt werden durften, weil die Verlage damals die Freigabe dieser Stoffe nicht zuließen. Die einzige Lücke war, diese Fernsehspiele live zu machen, also eine Live-Übertragung einer Theaterinszenierung, sodass eine völlig neue Generation von Regisseuren und Filmemachern in diesem Fach reüssierten. Und die mussten ganz besonders viel Fantasie haben, weil sie ja keine Umbaupausen hatten. Sie konnten ja die Live-Übertragung nicht anhalten, sondern sie mussten de facto eine Live-Inszenierung filmen. Zu dieser ganz besonderen Spezies gehört Sidney Lumet und ihm verdanken wir unglaubliche Filme über die Jahre. Vor wenigen Jahren ist er gestorben und er wird uns allen sehr fehlen. Film ab für die Zwölf Geschworenen. Viel Vergnügen.